Welche Strategie sehen Sie denn hinter dieser Großoffensive Russlands im ukrainisch-russischen Grenzgebiet? Das ist, umfasst ja auch die Region Kharkiv und es ist ja die zweitgrößte ukrainische Stadt. Warum greift Putin ausgerechnet jetzt und dort an? Nun, Putin hat im März dieses Jahres gesagt, es gehe darum, eine Pufferzone, so nennt das Russland es, zu schaffen, um die russische Grenzregion Belgorod vor Angriffen aus der ukrainischen Grenzregion Kharkiv zu schützen. Das ist offensichtlich jetzt ein Versuch, der gemacht wird, eben die Beschießung russischer Grenzregionen zu erschweren. Und der zweite Ansatz oder das zweite Ziel dieser Operation ist sicherlich auch, die Stadt Kharkiv mit 1,3 Millionen Einwohnern in die Distanz von russischer Artillerie zu bringen, um die Stadt weiter zu beschießen, eben dann nicht nur mit ballistischen Lenkwaffen, Marschflugkörpern und Drohnen, sondern auch mit Artillerie. Denn das Ziel ist nicht, Kharkiv einzunehmen. Dazu ist Russland zu wenig stark. Aber was die russische Seite macht, ist, das Leben für die Bürger und Bürgerinnen in Kharkiv immer schwerer zu machen und diese zur Flucht zu drängen. Man will eben, dass Kharkiv immer leerer und dafür vielleicht in Zukunft leichter einnehmbarer wird.